Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr macht, ne? Ich brauche 5. So, Kai kann schon mal wieder arbeiten gehen. Weil die beiden liefern jetzt. Und eine weitere Inspiration. Ein Farmpaket. Farm ermöglichen Anhänger Feldfrüchte in der Nähe zu bewässern. Lagere hier Samen, die deine Anhänger aussehen können. Okay, sie können jetzt selber hier den ganzen Schmarrn anbauen. Aber wahrscheinlich fehlt mir das Geld. Wartet. Ja, es fehlt mir das Geld. Ihr beide betet weiter und ich ziehe dann jetzt los. Auf nach Düsterholz. Oh, es hat gerade reagiert. Ich habe es gerade erfolgreich connected. Twitch-Einbindung. Zuschauer können Kanalpunkte für deine Twitch-Totem-Anzeige ausgeben. Ist sie voll, erhältst du eine Belohnung. Okay. Wenn zum Helfen oder Hindern starten automatisch. Nach Zuschauerwahl erhältst du einen Bonus oder wirst bestraft. Erlaube Zuschauern mit Hilfe einer Ziehung deinen nächsten Anhänger zu gestalten. Der Name des Zuschauers, der ihn entwirft, wird permanent über ihn eingeblendet. Okay. Runde des Schicksals, verschießen wir der Projektile, die den Gegner verfolgen. Klinge des Verräters, eine flinke Klinge, die der darauf ausgelegt ist, Gegner zahlreiche Schnitte zuzufügen. Geringer Schaden, aber blitzschnell. Ja, ich brauche eine Waffe, ne? Achso, ich kann die beiden mitnehmen. Oh, damit kann ich arbeiten. Ah, das sind so Verfolgungsschüsse. So, einen hier über den Notverlauf. Ich weiß nicht, ob ich das mit dieser Twitch-Einbindung drin lasse, weil das könnte mir eventuell auch gehörig auf den Senkel gehen. Ich wollte gerade ausweichen. Gegner platzen auch, wenn der Raum blockiert ist. Okay. Ich sollte auch mal ein bisschen vorsichtiger spielen. Okay, ich hatte gerade einen Mega-Lag. Ein Herz. Ich will das jetzt mal kurz gucken. Hat man hier jetzt wirklich die Möglichkeit? Ich könnte das ja einmal ausprobieren, gleich indem ich selber Kanalpunkte nutze. Oh, Flüche verbrauchen weniger Eifer. Ja, ich nehme mal das. Dann habe ich eventuell mehr Schuss. Nein. Aus.
Okay, wir brauchen immer noch mehr Knochen. Oh, eine Tau-Karte. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herd, wird ein Gegner 2 Schaden zugefügt. Okay. Anhänger. Keine Frage. Oh, André. Böse. Erst den da. Ihn zu verklopfen. Okay, langsam komme ich in das Spiel rein. Wen haben wir denn jetzt gerettet? Alles abholzen, da kann auch noch Fleisch zwischen sein. Okay, dann müssen wir weiter. Da ist noch so ein Zusatzsymbol unten drunter. Oh, wieder Hingabe zum Boxen. Ich muss den Schaden kaputt löschen. Gut ist, die verschießen nur einen Feuerball und danach kann ich draufklopfen. Roguelike. Learning by doing. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich mehr lohnt, das von nahen oder von kurzen zu schießen. Ich glaube, von beiden bringt mehr. Also ich nehme das dann alles als Ziel suchen kann. Boah, ich mache jetzt erstmal den da weg. Ich habe irgendwo ein blaues Herz eingesammelt, zumindest ein halbes. Nicht mal gemerkt, wann. Okay, vom beiden bringt wesentlich mehr. Aber ich bin tot. Alles mitnehmen, ich will ordentlich Felder anbauen. Ich überlege gerade, wen ich halt als nächstes in den Kult hole. Ah, wir haben den Tarot und noch auf der ersten Weg. Gut. Den wollte ich auch haben. 10% mit kritischen Treffer, Gegner hinterlassen mehr Eifer. Ich nehme das mit dem Eifer, dann kann ich den Schuss benutzen. Haben wir gerade voll gehabt. Die sind echt keine Drohung. Warum ist jetzt hier eigentlich so dunkel? Krankes Herz. Beim Treffer wird allen auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Oh, sehr nett. Da liegt so viel Eifer, den ich eigentlich nicht mitnehmen konnte. Ich schnitze hier durch. Das ist viel angenehmer als mit der Axt. Die Axt war mir einfach viel zu langsam. Flammenschuss? Klinge des Kreuzfahrers. Meine hat 1,2, ne? Das wäre ein Downgrade, weil ich wesentlich an Schnelligkeit abnehme. Flammenschuss ist das, was ich am Anfang hatte, ne? Ich finde dieses komische Hunde-Item besser. So, Zeit zum Boss zu gehen.
gib mir deine Hingabe. Und die Statue setzt sich wieder zusammen. Und ich kann sie kein zweites Mal verkloppen. Ajo! Ja, ich habe hier so eine Tarotkarte, die den Schaden macht, wenn ich mal auf ein halbes komme irgendwo. So, alles rausgeprügelt, was rausprügelt war, wa? Hier spamme ich direkt rein, diese Pfeile auf einem Bildschirm. Nee, dieses halbe Herz da oben, dieses Krankheit, den Schaden macht. Das sind die Hirn auf dem Teil da oben. Oben. Ja! Ich erhöhe meinen Waffenschaden. Finde ich praktischer als diese blauen Herzen. Ich habe jetzt 5 Tarotkarten auf mir drauf, ne? Einmal den Schuss verwendet. Oh, Spinnenlein. Ich habe die Spinnen gleich alle verkloppt. Ich bin der Spinnenmörder. Eigentlich mag ich ja Spinnen. Wallefa. Große von diesen springenden Blitzen. Okay, der schießt, nachdem er zweimal gesprungen ist. Dann kann ich ihn auch mal angreifen. Der ist sehr easy. Und auf jeden Fall auf Reichweite dieses Item nutzen. Okay, die haben Endrange-Phasen. Und tot. Oh, der sieht ja cool aus wieder. Habe ich 2 Anhänger, glaube ich, in einem Run gefunden, ne? Komm in meinen Kult! Bärensträucher, Steine oder Holz? Ich würde sagen, die Bärensträucher war das andere, kann ich alles vergiften. So, Hälfte ist gefüllt. Wir haben zwar ein paar Wunden und Narben, aber wir haben es geschafft. Jetzt will ich dieses Twitch-Teil gleich mal sehen. Sehr gut, mein Gefäß. Wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Werde jeden Einzelnen mit deiner Schritte beobachten. Enttäusche mich nicht. Ja, da ist so ein Twitch-Feature. Totenbeiträge. Und Kai will irgendwas von mir. Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben. Wir sind der Gamer-Tiere-Kult. Geh
Stimme Tiere. Das hat einen schönen Klang. So, die müssen gewässert werden. Da hat einer hingekackt. Bitte verschone mich. Ich kann auch hier eine Anhängerziehung machen. Ich überlege gerade, wem ich den zuweise. Ich habe nicht so extrem viele Kollegen, dass ich jetzt jeden wahrscheinlich zuweisen kann über das ganze Spiel hinweg. Also ich brauche jetzt 12 auf jeden Fall hier für dieses eine Tor. Ich würde mal sagen, du bist jetzt Akaya. Der fehlt hier noch in dem Kult. Und Akaya ist ein Fuchs. Der ist der weiße Fuchs. Der ein bisschen verschrubbelt ist. Zynisch und geborener Skeptiker. Verliere mit der Regierung dieses Andenkers sofort 10 Glauben. Das passt sogar zu ihm. GB. So, kann ich jetzt hier tatsächlich irgendwie... Probier einfach mal aus. Ich habe jetzt mal... beim Kanal selber 2000 Punkte gerade ausgegeben. Hat das jetzt irgendwas gemacht? Und dann muss man sich tatsächlich irgendwie was dazu holen. Auf jeden Fall wollen wir erstmal den Tempel bezweifeln. Besser in deinen Tempel und den Schrein. Erhalte mehr Hingabe und ermögliche mehr Anhänger zu beten. Ah, jetzt können noch mehr beten. Werden der Schrein. Ich gucke einfach mal eben kurz. Also ich bin gerade halt auch nochmal auf Twitch eben kurz reingegangen und da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so eine Option. Ach warte, wir haben noch einen. Ich weiß, wer du bist. Du bist Palbanta. So, du darfst dieses endcoole etwas bleiben. Und Palpantas Farbe ist schwarz. Kränklich! Die Heilung verläuft um 15% langsamer, wenn ein Kranker sich im Bett ruht befindet. Das Tempo von Arbeit und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Pal! Warum kriege ich eigentlich nur Müll hier an allen Dingern? Die haben alle irgendwie nur so negatives Zeug drauf. Könnt ihr nicht mal was Gutes an euch haben? Die Steine abbauen. So, ich wollte eine Farm bauen, ne? Farm. Ich glaube, dass dieses riesige Feld bezieht sich auf die Teile, die da drumherum gebaut sind. So, und ich baue auf jeden Fall auch noch so ein Samensilo, ne? Ihr habt doch was abgebaut. Ja. Ja, die bauen. Und ich gehe so lang Holz sammeln. Ich brauche 10 Holz. Ich habe genügend Holz hier zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob das nachwächst. Ja, ihr baut mal. Ich muss eh gerade Holz sammeln. Komm, diesen Kleinkram mache ich mal weg. Dann können die wenigstens an diese großen Dinger hier dran gehen. Komm, Kai, weg mit dem Dreck.
Lebensbeerenstoff sammle ich mal eben kurz ab. Und die lasse ich arbeiten. Kai arbeitet da oben gerade einen Stein ab. Kai und Pall, die arbeiten zusammen. Das hätte ich von Pall nicht gedacht. So, erstmal den ganzen kleinen Kram hier jetzt weg. Ich soll dann das große Zeug gehen. Wofür ich auch mal ewig lang bräuchte. Habe ich ja gerade eben einmal ausprobiert. Ach, ich muss ja auch noch ein paar Betten bauen, ne? Ich baue jetzt erstmal so eine komische Kiste. Und danach habe ich nicht genügend Betten. Tut mir leid, ein paar von euch müssen ohne Bett auskommen gerade. Wartet, wir müssen noch eine Predigt halten. Kommt, meine Schärfe, kommt zu mir und wir halten eine Predigt für eine wollige Nacht. Sind mittlerweile 6. So, und wir können auch ein Ritual ausführen, ne? Feuergrube, da bräuchten wir nur Holz. Ja, muss ich hier Bäumchen hacken. Hey! Das habe ich gesehen. Ach, das geht ihm erstmal Holz. Ich habe Fleisch dafür, die zu fangen. Da ist mehr bearbeitet. Ich brauche unbedingt Holz und ich brauche Geld. Ich brauche Betten. Meine Gläubigen verlassen mich bald, wenn es so weitergeht. Den Baum weg. Langsam, aber stetig. Tag 5. Noch keiner tot. So, da war massig Holz drin. Komm, wir machen jetzt erstmal dieses komische Ritual und Predigt. Jeden Tag kann man ja eins machen. Erhöht die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuz umgehst. Ja, danke. Das klingt sehr praktisch. Und dann direkt ein Ritual. Wir tanzen ein bisschen in die Nacht. Ein Ritual des brennenden Holzes. So, Ritual ausgeführt. Die Indoktrination von Anhängern ist ja schön und gut, aber du kannst ihnen noch so viel mehr nehmen. Gib ihnen Geschenke, schließe Quests ab und segne sie. Dann wirst du ihre Loyalität dir gegenüber erhöhen. Sobald sie dir vollständig ergeben sind, werden sie dir alles geben, was sie besitzen. Sieh zu, ich zeige es dir. Du Anhänger, komm wieder rein. Sunny! Oh, Sunny hat ein Geschenk bekommen. Steige die Loyalität eines Anhängers, um seine Stufe zu erhöhen. Dann wird er dich schließlich mit Hingabe und einem Geburtsteinfragment belohnen. Jedes Mal, wenn sich die Stufe eines Anhängers erhöht, erzeugt er zusätzliche Hingabe bei einer Predigt oder beim Gebet am Schrein. Achte also darauf, Loyalität zu kultivieren. Okay. Um seine Loyalität zu erhöhen, kannst du einem Anhänger einmal am Tag deinen Segen gewähren, wenn du mit ihm interagierst. Okay, sollte ich machen. Du kannst Anhängern auch Geschenke machen, Quests für sie erledigen, Predigten halten und viele weitere Aktionen. Ja, dann hätte ich mit dem Anhänger warten sollen, ne?
Je mehr loyale Anhänger du hast, desto stärker wirst du. Es gibt noch viel, das ich dir beibringen kann, aber ich bin alt und müde. Such mich zu Hause und ich zeige dir, wie du die echte Macht der Roten Krone nutzbar machen kannst. Oh, wir haben eine World Map. Einsame Hütte. Ah, und da bekomme ich wahrscheinlich auf die World Map, ne? Ja, dann segne ich jeden mal, ne? Kann ich das mit jedem Eimer jetzt machen? Seist du gesegnet. Ich mach den, glaube ich, erstmal essen. Davon wird eine Krankheit ausgelöst. Wann habe ich Fisch gesammelt? Machen wir erstmal mit den Bärmahlzeiten ein bisschen. Wie viel führt das denn? Okay. So, Futter ist angerichtet, Leute. Das erhöht doch die Moral. So, und da zahle ich jetzt einfach die Samen rein. Scheinbar. Oh, Sunny hat eine Aufgabe für mich, habe ich gesehen. Oh, Sunny, für einen harten Zeigen können wir Grasmalzzeugen kochen. Die Anhänger werden sie nicht mögen, aber es ist besser als vorher. Probier es mal aus. Okay. Grasmalzzeit. Okay. Das darfst du dann aber auch selber essen, Sunny. So eine Rotze haben willst. Ich habe seine Quest erfüllt. Warte. Segen geben. Und es scheint mir so. Ja, Level up. Yannick habe ich noch keinen Segen gegeben. Kann ich irgendwem auch sagen, er soll hier an die Farm gehen? Akaya, kann ich dir sagen, geh an die Farm? Farm bestellen. Ja, ich kann ihm sagen, er soll sich um die Farm kümmern. Ich weiß aber nicht, ob das beinhaltet, hier abernten. Ah, ja? Okay, er pflanzt das Zeug auf jeden Fall schon mal. Das habe ich gesehen. Ich will auch eigentlich nur das hier eben wegräumen. Sunny, hatte ich schon einen Segen gegeben? So, und was machst du, wenn du da nichts zu tun hast? Ach, dann arbeitest du einfach irgendwo. Okay. Und das Zeug kann nachwachsen. Hier, mein Segen, Palbanta. Kai hat ja auch irgendeine Aufgabe, ne? Haushund? Ja, wer ist ein feiner Hund? Genau du bist es! Das ist ein Hund! Oh, ich habe ihn gestreichelt! Ich brauche dringend mehr Betten. Ihr seid verdammte Schweine! Ich hab Dünger, dafür ist die Kacke da. Oh. Wer von euch hat denn hier sein Bett kaputt gemacht? Ich muss ein Geschenk machen. Das Problem ist, ich hab nichts zum Verschenken, oder?
Doch, die Schädelheitskette. Hier, Yannick. Ja, komm, dann kriegt Sven noch das Gegenstück. Wir arbeiten alle diesen riesigen Felsvorhang ab. Okay, jetzt habe ich das Holz, aber nicht die Münzen. Dann nutze ich die letzten zwei Münzen, die ich ausgeben kann, hierfür. Die zwei beten weiter. Ich glaube, ich lasse noch einen weiteren beten. Nicht Paul, der arbeitet so schön. Ah ja. Nee, warte, der macht die Felder. Du gehst beten. Und die sechs Teile warte ich jetzt eben kurz ab. Hilf Sunny ein bisschen. Noch. Kann ich noch einen von diesen Dingern mitnehmen? So, komm, hi, du musst das regeln. Die anderen beiden sind beschäftigt mit Labern. Machen wir sicherheitshalber ein bisschen Nahrung. Wer von euch wollt jetzt irgendwo hinpacken? Wer von euch wagt es? Oh, Sven hat eine Aufgabe für mich. Ja, es gibt Gerüchte, dass Kai ein Spion ist und einem feindlichen Kult gesandt, um den Macht zu untergraben. Du solltest mit dieser Person sprechen und die Wahrheit herausfinden. Ich vertraue Kai, er wird mich nicht hintergehen. Hallo Anführer, was für ein schöner Tag bei dir ist. Wenn ich hinzufügen darf, du siehst heute besonders glorreich aus. Nee, da ist nichts im Busch. Mit ihm ist alles in Ordnung. Sven, sei nicht immer so misstrauisch. Okay, sie können mir da Opfer hinterlassen. Gefängnis, lieb gern. Missionar, schicke deine Anhänger auf eine heilige Mission, um neue Anhänger zu rekrutieren, Nahrung, Holz, Stein oder Gold zu sammeln. Nun, falls ich es lebendig zurückschalte. Nee, soll noch keiner sterben, bitte. Vogelscheuchen? Oh Gottes Willen, kann jemand in die Suppe spucken? Mir wäre ein Holzplatz liebs, weil ich brauche Holz auf jeden Fall. Ein Anhänger erzeugt Holz. Diese Steinmine hier, die würde ich auch gerne eröffnen. Was kostet mich der Schaman? 30 Gold. Okay, dann besuchen wir mal den alten Rathau bei sich zu Hause. Hallo. Was man bescheidene Hütte entdeckt, gibt Acht. Nicht denselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Oder du wirst genau an solch einem Ort händen. Hier ist vielleicht eine Party Astragaloi. Das zu erkennen, das kennst du nicht. Na los, ist ganz einfach. Komm an den Tisch und ich zeige es dir. Großes Geschenk, deine Großzügigkeit kriegt keine Grenzen. Ein Geschenk, um die Loyalität deiner Anhänger zu steigern. Astragaloi spielen. Lieb gern. Okay, Spielregel. Deine Punktzahl rechnet sich aus der Addition aller Würfel. Die gleiche Augenzahl werden Würfel mit der gleichen Zahl in derselben Reihe platziert, dann multipliziert ihre Werte. Zerstöre den gegnerischen Würfel, indem du die gleiche Zahl wirfst. Okay.
Nagato hat eine 1 gewürfelt. Ich habe eine 2 gewürfelt. Dahin? Okay, eine 5. Setz ich mal rechts. Noch eine 5. Okay, das soll sich ja multiplizieren, ne? Was ist, wenn ich da jetzt eine 6 reinsetze? Ah, dann zerstört das seine 6. Okay, gut zu wissen. So, 2 auf 2 ergibt 8. Die 3 setze ich dahin, um seine zu zerstören. Ich will ja seine Punkte niedrig halten. Und ich habe nochmal eine 5. 45 Punkte in einer Reihe. Die er mir nicht wegnehmen kann, weil er die Reihe voll hat. Kann ich jetzt noch eine 3 bitte würfeln? Alter, ich habe nur Multiplikator. 90 zu 26. Ich bin ein Naturtalent. Errungenschaft freigeschaltet. Glücksspiel. Warte mal, die gucke ich mir eben kurz an. Gewinne ein Astragaloi-Spiel. Bei jenem, der wartet, du bist ein Naturtalent. Hier, du hast dir einen Preis verdient. Ah, ich schalte so Tarotkarten frei. Erhält ein zusätzliches Herz. Okay, gut zu wissen. Jetzt, da du auf den Geschmack gekommen bist, hast du Lust, um ein paar Münzen zu wetten? Ich habe keine Münzen. Aber ich nehme deine Beeren. Du musst dir danken, indem du mich von meinem Pflicht befreit hast, hast du mir meinen größten Wunsch erfüllt. Frieden. Jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, was du wissen musst, kann ich meine restlichen Tage mit dem Spielen von Astragaloi verbringen. Es sind gerade Freunde von mir hier unterwegs, um sich auf ein oder zwei Spiele zu mir zu gesellen. Ein wilder Haufen, so viel steht fest. Aber ich bin jetzt im Ruhestand und kann mich meines Lebens freuen. Oh, und ich kann die Hingabe stehlen. Danke. Danke für die 15 Hingabe. Ich würde hier noch eine Runde Astragaloi mit dir spielen, aber mein Geld sieht knapp aus. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal in den Dungeon und dann würde ich das für heute auch schon beenden. So, wir kriegen wieder die Klinge des Kreuzfahrers. Haruas Berührung 4. Rufe einen gewaltigen Ausbruch mächtiger Tentakel herbei. Vernichter von Schiffen emporgestiegen aus dem Krieg. Okay, was macht das? Das ist auch wieder so ein Zielzauber. Okay, das sieht krass aus. Das da sind bestimmt Falten. Da will ich gar nicht drauf gehen. Das nehme ich schon, wenn ich auf den angucke. Ja, weil es nämlich jetzt deaktiviert ist. Das ist ein Fall. So, ich habe ja gelernt, Gras will ich mitnehmen wegen Felder. Was ist denn? Oh, der gräbt sich und macht dabei so eine komische Linie. Aber ansonsten scheint er nichts zu können. Weiter. Oh, Tarotkarte direkt. Angriffstempo erhöhen oder erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Ja, ich nehme die Hasenfote. Bessere Truhen. Okay. Falls es das beeinflusst. Oh, da ist ein richtig großer Dude. Ah, der kann sich aber selber stunnen. So, weg mit dem. So, die Kleine erstmal weggemacht. Schade, sie auch selbst. Halt den Mond fest, bitte. Der Anhänger schläft. Träumt. Wer will ich, dass er von mir träumt? Anni soll von mir träumen. Er träumt doch jede Nacht von mir.
Aber nicht in einem positiven Sinne. Er schläft die ganze Zeit. Wie kann ich ihn jetzt endlich fertig machen? Hallo? Da war einer auf gar. Ich hab 24 Goldstuben erhalten. Und Kamelien. Ich hab Blumen, Mann. Was? Alten Stonehenge, wer hat es erschaffen? Ich. Oh, das ist Deko. Okay. Da ist ein Anhänger. Ich will mal wissen, was dieses Haussymbol ist. Hallo. Sich außer die Zuneigung, die in meinem Herzen wächst. Anhängerform, Blaupause. Marke Paar, Passapala, Adapala. Die Anhängerform? Eine Tierform, die deine Anhänger annehmen können. Ein Stachelschwein, soweit ich das sehe. Ah, ich kann mir aber auch nur eins davon nehmen und dann das letzte hier für Geld holen. Was. Nada. So, wir wollen ja einen Anhänger. Der wird mad. Sie sind alle tot. Woher? Wie konnte ich nur schon wieder diese Dinge? Die findest du in meiner Seele? Stehst du mir an? Danke, Meister. Ich werde deine Finsternis verzehren. Ich hoffe, er tötet meine Anhänger nicht. Können die sich überhaupt gegenseitig umbringen? Auch nochmal so eine Frage. Hey, wir sind hier relativ schnell durchgekommen. Ich kann wieder ein bisschen Ringer klauen. Ja, so ganz gut. Nein, das Insta-Kill die einfach. So. Dann will mich komischen Spitzen. Gut, dass die nicht angreifen, wenn ich sie angreife. Ich will diese Staffel nicht sein, wenn ich auch kein Genie sein, um zu wissen, was da passiert. Welchen Weg nehmen wir unten? Taro! Salon? Mit Feuerbestie aus dem Wirbel des Nebels, das ist das Chaos und hier uns umgeben. Lass mich dich vollständig betrachten, nach der gib mir einen Zauber. Du trägst das zeitloser Jahrhunderte auf so zierlichen Schultern. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aussehen trüben. Deine Waffe ist wertlos, ohne die Hand, die sie führt, um Gegner zu töten. Um die Ehre zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines der eisernen Werkstücke annehmen, die im ewigen Feuer geschmiedet wurden. Mögst du sie mit Geschick führen, verheißender Befreier. Okay, Schaden 3, aber 0,5. Malstrom 5. Tentakel schlagen in 4 Richtungen aus. Hunde Schicksals 5. Das. Das müsste ja jetzt mega stark sein, weil das ja so eine aufgelevelte Version ist. Boah, das hat ihn auch gekillt. Okay, die chargen erst und danach laden sie auf, dass sie kühlen wollen. Jetzt habe ich nicht verstanden. Sorge, meine Leute,
euer Bett. Oh, da ist Lash. Oh, da sind sie, drei von denen. Heckes. Es ist also wahr, die rote Krone sitzt auf dem Haupt eines anderen. Aber wie ist das möglich? Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um... Es spielt keine Rolle. Dann müssen wir Shamura nicht behelligen. Erledige du das, Bruder. Wie du befiehlst, meine Schwester. Oh, der Fuß ist schon schwer. Okay, die Hundeschicksal sind jetzt richtig geil. Karre freigeschaltet. Eine Schubkarre voller Blumen. Okay, ich werde das offenbar auch ein paar Mal offscreen spielen, weil ich nicht so Bock habe, hier durchgehend hier nur eben das Zeug zu fahren. Okay, Geld. Und Boss. Gib mir deine Hingabe. Oh, eine Tarotkarte, danke sehr. Kretz oder? Ach, ich nehme mal die Kretz mit. Wahrscheinlich doppelter Schaden. Hier spam ich direkt die Fähigkeit rein, dass wir schon wieder zu viele Gegner in einem Raum. Oh nee. Ein Riesenversuch von dem, was ich gerade hatte. Der schießt, aber man sieht, wo es landet. Aber das ist ja mega easy. Oh, der hat auch noch eine andere Attacke. Okay. Nichts gesagt. Und dann kenne ich jetzt welche von den beiden Attacken wieder tat. Ich glaube, die Haltung ist anders. Ah, da war der Krieg, da war so ein komisches Symbol plus ein Sound. Schießt bei jedem dritten Mal Ding aus. Nein. Einmal noch draufhauen, dann habe ich ihn. Und tschüss, Barbaros. Oh, du bist, glaube ich, ein Axolotl, oder? Sechs Steine, eine Blaupause oder Holz? Das beides kriege ich so, ich nehme die Blaupause. Viel gut. Holzboden, die perfekt geeignet sind, um darauf zu gehen. Ah, ich kann auch Böden machen.
gar nicht machen. Und ich kann wieder eine neue Doktrin machen, weil ich so einen komischen Stein habe. Einmal muss ich noch, dann kann ich dem Boss kämpfen. Wir haben alle Ungläubigen fertig gemacht. Alter, 400 und 77 Münzen. Erstmal an die Betten. Wir gehen nicht in Fehler, dich zum Diener deiner Anhänger zu machen. Wir sind dazu da, dass du sie zu deinem Vorteil benutzt. Ich glaube, es ist eine Ressource. Gib diese aus, als handle es sich um Münzen. Du kannst das Vertrauen deiner Anhänger jederzeit einer gut platzierten Geste der Güte zurückgewinnen. Schöpfe Kraft aus, in die Freiheit, unaussprechliche Dinge zu tun. Mache sie dir gefühlt. Ich wäre dir die Kraft, wirklich einen kleinen Gedanken zu lesen. Okay, ich kann jetzt ihre Gedanken lesen. Ich werde aber bei Sunny auf eine Wand stoßen. Du hast eine Doktrin verkündet, die dir eine neue Anhängeraktion ermöglicht. Bei der Interaktion mit Anhängern wird dir diese Aktion zur Verfügung gestellt. Und zurück zum Kult. Ich finde das cool, dass da immer wieder Gamer hier steht. So, das Bett wird repariert. Hi, Sunny. Okay, Sunny will, dass ich sauber mache. Warte mal, das Wichtigste aber zuerst. Überlege gerade. Gib Dark hier auch mal eine Rolle. Meinen treuesten Zuschauer. Der wird ein Stachelschwein. Und zwar ein dunkles. Und so ein bisschen zerzaust. Er erzeugt weniger Hingabe. Also wird er nicht so mit Hingabezeug benutzt. Mögest du Holz abbauen? Ich hab hier jeder hingeschissen. Ein Wunder, dass Sunny sich beschwert, wenn ihr überall hinkackt. So. Und dich machen wir zu Exorzismus. Oder wie ich ihn immer nenne, Exos. Obwohl, er hat mich einmal angeschrieben, ich soll ihn Exo nennen. So, du bleibst das, was du bist, änderst aber die Farbe. Er verliert Glauben bei Erkrankung. So, du gehst beten. So, als nächstes wollte ich ja die Steinmine haben. Verbessert der Schlafplatz, der stabiler ist. Den werde ich auch noch bauen. So, wie viele Betten brauche ich denn? Viele auf jeden Fall. Ist der einzige. Ist ein reiner Schlafhof da oben. Können wir wer bauen helfen? Gebaut. Wir gehen eben kurz eine Predigt halten am besten. Nicht, dass die sich langweilen. So, Krone. Eine neue Doktrin wird verkündet. Jenseits versichere ihnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Sie sollen für dich arbeiten und dich lieben. Ah, ich kann mir so eine Richtung aussuchen. Lehre die echte Bedeutung von Gehorsam. Predige vom Wert irdischer Güter. Versorgung. Ich würde erstmal sagen Versorgung. Ritual.
Ritual fasten, führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden 3 Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Führe das Festritual frei. Organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen. Unterhalte 25 Glauben. Nimm das Festritual, weil das ganz praktisch klingt. Wenn ich gerade mal kein Essen habe, dann nehme ich einfach das Ritual. Und Glauben gibt es mir auch. Es kostet 75 Knochen nur. Ah, und jetzt kann ich mir die Doktrin noch angucken. Okay. Die haben eine Abklingzeit. Ja, komm. Dann machen wir mal ein Festmahl für alle. Sven ist besessen. Und dafür kriege ich auch noch Glaube, ne? Dafür mögen sie mich alle. Abbauen muss ich hier übrigens offenbar selber. Aber sobald ich das getan habe, arbeitet Akaya. Habe ich da gesagt, er soll auch das machen? Ach ja, ich kann ja jetzt Gedanken lesen. Ah, da kann man so sehen, ob die eine Unterhaltung geführt haben, die Eigenschaften. Und das kann man sich angucken, okay. Irgendwo liegt noch ein Kotbatzen da ganz oben. Stimmt ja, ich wollte noch dieses Holzsilo bauen. Das hier. Traurig, dass mir genau das Holz fehlt. Ich kann hier irgendwas ausgraben. Ja gut, Holz können wir zurzeit nicht bauen, aber ich kann die Steinmine schon mal bauen. Oder warte ich damit erstmal, bis die damit fertig sind? Ich glaube, am besten erstmal warten, ne? Sunny, wo kommst du denn? Ja, ich muss euch noch alle wieder segnen, ne? Das wird auf Dauer anstrengend, die alle ständig zu segnen. Aber das verbessert sie ja. So, von wem wollte ich jetzt eigentlich, dass er ständig von mir träumt? Sunny soll von mir träumen. Sven hat sich verbessert. Sven kriegt dafür auch ein Geschenk von mir. Die Statue. Oder ist das eine Puppe? Ich weiß es nicht. Erstmal alles segnen, was Beine hat, ne? Janni kann auch aufgewertet werden, ne? Das hat ja einen sehr, sehr großen Nährwert für mich. Steinminen, die lohnt sich momentan noch nicht, weil hier sehr viel Stein noch rumgammelt. Oh, insgesamt 10 Holz. Ich will diese Steinmine einstürzen sehen. Dann kommt da die Luxusmine hin. Das gibt 10 Steine.
Trauriges, ich brauche 5 Holz dafür. Ich würde wirklich erstmal das Holz darauf sparen. Jetzt bauen sie hier ab. Und da ist wieder ein Kotbatzen. All muss ich nicht direkt übergeben. Die labern lieber anstatt zu arbeiten. Kann mir direkt wieder eine Inspiration holen. Klingt halt auch gerade sehr interessant. Aber da besteht halt das Problem, dass ständig einer sterben könnte. Nee, ich nehme erstmal hier die Unterkunft. Vielleicht kostet der ja auch weniger. Der kostet zumindest... zusätzlich noch 3 Steine, toll. Ja, kann man aber opfern. Steinmine soll schon mal gebaut werden. Sondern lasse ich die jetzt alle erstmal die restlichen Steindinger, glaube ich, abbauen. Nachdem du gebaut hast. Ich kann hier wieder jemanden streicheln. Du warst brav. So, okay, baut. Bauen. So, die machen gerade. Jetzt alle Steine abbauen, und zwar da unten. Ich will erstmal diese Steindinger loswerden. Kann ich hier noch sagen, die gehen an das andere Ding? Das wäre nämlich praktischer. Ich will jetzt diese 2 Steindinger da erstmal weg haben. Die sammeln hier dann Stein auf jeden Fall zusammen. Ich gucke, dass ich jetzt, wenn immer auf die Dinger hier gehe, die verbesserten Unterkünfte. Wer von euch hat wieder da oben hingeschissen? Er konnte sich nicht beherrschen. Ja, dann muss ich auf dem Kreuzzug dafür sorgen, dass ich Holz kriege. Da unten arbeiten. Wir haben Bam jetzt Pech und können nicht schlafen. Ich weiß nicht so recht, wenn du wirklich ein großer Anführer wärst, würde dieser Ort dann hübscher aussehen? So, ich soll Dekorationen bauen. Ja, das lässt sich einrichten. Stonehenge? Für hier oben? Sieht doch toll aus. Das baue ich dann auch selber zusammen. Gerade diese Pfade. Jetzt sollte er nicht mehr auf den alten ollen Boden schlafen.
Super, ich muss aber irgendeine andere Deko eben kurz dahin packen. Genau, die Blumenkarre. Die kommt hier mit dran. Also ich habe jetzt nicht vor, heute noch in irgendein Level zu gehen. Ich werde jetzt nur diesen Schmarrn eben kurz fertig bauen und dann müssen wir uns nächstes Mal drum kümmern. Guck mal, das Honey ist sogar noch so nett und hilft mir. Honey ist der einzig wahre Helfer. Auch wenn er sonst immer fehlt. Shalom, Baka. Das ist ein bisschen besser. Level up! Erst mal 3. Ich habe wieder eine neue Doktrin verkündet, oder? Stein. Ich habe doch einen jetzt frei. Ach, das hat auch eine Abflugzeit, okay. So. Speichern. Und dann würde ich das Spiel jetzt für heute erstmal beenden. Hat doch auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir fangen dann nächstes Mal offenbar mit Tag 8 an. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich spiele das Spiel auf jeden Fall noch ein paar Mal öfter. Ich spiele das am Montag aber erst wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo auf YouTube da lassen. Follow auf Twitch. Heute war im Twitch-Chat nicht so viel los. So, und hier... YouTube auch noch mal eben kurz. Ciao und bis zum nächsten Mal.